Diese Platte ist wirklich sehr, sehr, sehr persönlich, wobei sie ist nicht irgendwie introvertiert. Das Gegenteil würde ich in vielen Fällen sagen. Sie hat wirklich viele Momente, die völlig Kuckuck sind. Aber was sie hat absolut unverfärbte, unverfälschte und ungestylte, authentische Handschrift. Ja, ich glaube, das Besondere ist einfach, ich glaube, das sind diese Klanglandschaften, die man malen kann. Und man kann relativ schnell reagieren und von einer bestimmten, sagen wir mal, Farbe unglaublich schnell wechseln, was auch mit natürlich spielerischen Qualitäten und rhythmischen Qualitäten zu tun hat. Wenn man das jetzt anhört auf Platte, denkt man so, wow, das sind zwei Leute, das klingt irgendwie orchestral. Und das finde ich jetzt total klasse und das nimmt mich jedes Mal mit. Wir sind ja total frei und können wir aufeinander angehen. Du bist sehr einfühlsamer Musiker und du hast Ohren wie Elefant, afrikanische. Ah. Nur die Idee, zu zweit Freiheit zu haben, quasi wie Solo-Klavier, aber eben mit den ganzen rhythmischen Facetten, mit den Klängen, mit noch den, ja, den rhythmischen Aspekt oder den deutlichen rhythmischen Aspekt, würde ich sagen, und diesen Zusammenhang. Ja, ich bin auch irgendwo innerlich auch Schlagzeuger und das liebe ich und das hat toll funktioniert. Finde ich auch. Finde ich schon. Zielgruppe ist, glaube ich, Leute, die übergreifend hören, also sozusagen themenübergreifend, jetzt nicht nur die nur Jazz oder die nur Klassik oder die nur Popsinger Songwriter hören, sondern ich glaube, diese Musik ist sehr, sehr zugänglich und somit haben wir ein relativ großes Spektrum, was wir abdecken können. Ich schreibe eigentlich mehr in Fragmenten und bleibe seiner ja, sein Know-how, sag ich jetzt mal, oder das, was er daraus macht, das ist gigantisch. Ich schreibe jetzt ja nicht jedes Jahr 100 Songs, sondern es ist eigentlich sehr übersichtlich, was ich so mache. Und das finde ich dann schon toll, wenn man es so aufnimmt und wie jemand das dann interpretiert. Und eigentlich kann man so von Songs, ist immer so schwierig, das sind für mich eben auch so eine Zusammenstellung von Farben und da kommt einfach unglaublich was zusammen. Bei Bladi ist es ein bisschen was anderes, weil auf der Platte sind ganz schöne Melodien und Songs von ihm auch drauf. Das finde ich dann auch total cool und deswegen mischt sich das so. Auch von Performance von uns beiden in Einzelheiten kommt dann die Leute an. Und das ist natürlich viel mehr spielerisch und viel mehr intim auch wiederum. Es ist eigentlich viel mehr extrem, kann man das alles ausspielen und das ist halt total faszinierend. Ein Konzert ist ein Erlebnis für mich und das versuche ich selber zu erleben und damit ist das Publikum auch mitgenommen, normalerweise. Mhm. Schön.